das ist halt schon heavy. Such nicht auf dem Boden eines Weinkruges nach einer Antwort, Frost. Warum nicht? Oh, es regnet. Schön. Alter, es ist halt schon wieder 8 Uhr. Nee, jetzt kommt wieder der Blöde. Der hat schon. Der hat jetzt zweimal hintereinander meinen General getötet. Ah, oh, was für ein Saftosacko. Komm, wir spielen das und wir töten jeden einzelnen. Also ich suche mir andere Freunde. Ja, kannst du ruhig machen. Ich meine nur, also Athen ist meistens der Erste, der einen angreift. Also ich meine ja nur. Und hier, also es ist gerade, also die Map ist sehr, sehr zu unseren Gunsten. Also extrem zu unseren Gunsten. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Also der Hügel ist ein bisschen groß. Das ist ein bisschen schlecht. Aber warte mal, ich habe hier Helden Spartas, ne? Königliche Spartaner und Helden Spartas. Gut, die Helden Spartas stelle ich auf die rechte Flanke. Weil das ist auch die Flanke, mit der ich die umkreisen will. Also die Umklammerung starten will. Wie so ein Ameisenhaufen hier. Schön. Wie der jetzt einen Namen hat. Nur damit er als General durchgeht. So. Hier tauscht mal den Platz. Ihr stellt euch mal ordentlich auf hier. Keine schrägen Sachen. So. Er greift. Also er sieht ein bisschen so aus, als würde er hier angreifen. Dann wird meine linke Flanke eher meine rechte Flanke eher defensiv sein und meine linke so seitlich kommen. Lieber hätte ich es aber ehrlich gesagt, wenn er von hier frontal kommen würde. Klar, wegen Pikiniere, aber auch wegen den königlichen und Helden Spartas. Der hat die jetzt falsch rum aufgestellt. Weil die sind im Angriff besser. Und dann könnte ich so eine Umklammerung machen. Helden Spartas, bitte hierhin, weil ihr seid nicht so defensiv wie eure Brüder. So. So, ich stelle die mal ein bisschen so auf. Und dann Feuer frei, meine Freunde. Vielleicht noch einen Punkt Schützen. Ich bin mal gespannt, ob meine kretischen Bogenschützen eine höhere Reichweite haben als sie. Weil die stehen ja sehr viel, sehr weit hinter. Okay, ja, haben sie. Das ist gut. Also hier anzugreifen ist halt auch nicht wirklich cool. Warte, ich will die noch schnell ein bisschen so aufbauen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Mach verlangsamt.
Wir sind im Business. Ja, feuert mal auf die. Die tun schon echt weh. Und ihr schießt mal. Ja, wobei, das geht eigentlich. genau, ich verabschiede mich mal, genau. Noch immer mal wieder in den Chat im Blick haben. Cool, danke. Aber schau jetzt mit Mama in Inspektor. Sehr viel Spaß wünsche ich dir. Und danke fürs Dabeisein und fürs Modden. Hilft mir immer sehr, super, sehr, sehr, sehr viel. Genau. Dann machen wir hier mal die Klammer zu. Weil er hat keine Chance mehr. So, mit euch bitte mal die Fernkämpfer angreifen und mit dir werde ich mal hier schräg. Nein, 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 aus, aus. Doch nicht hier. Ihr seid so dumm. Gut, aber nicht verfolgen bitte. Hier hin. So, Helden Spartas, seid heldenhaft und greift die dicke Meute an. Bis morgen, Tobi. Bis morgen. Warte, bis morgen. Ach, bist du dabei? Beim Meeting mit der Vera? Ich fühle mich gerade sehr dumm. Gut, dann ja, auf jeden Fall bis morgen. So oder so. Und wir sehen uns. Hören uns, sehen uns das nächste Mal wieder. Bei 5 Minuten der Harry Potter. Spaß. So, jetzt rollen wir einfach unsere Armee auf. Und greifen ihn. Ja, Tobi hat dich ja schon rekognisiert. Habe ich ja gar nicht drauf reagiert? Oh Gott, sorry. Oh nein, die Bogenschützen. Ey, danke für den Follower. Freut mich sehr, sehr. Warte, wie heißt du? Ich kann das gerade gar nicht lesen. Da, ganz rechts. Shakulu. Danke für den Follower. Und herzlich willkommen bei meinem Stream. So. Dann wollen wir mal alle aufrollen und dann volle Kanne hier rein. Ich liebe die kretischen Bogenschützen. Warte, ich mach denen mal kurz Angst mit Signalschuss. Na, Signalschuss? Achso, die müssen noch ein bisschen näher kommen. Dann schießt mal euer Signal. Warte. Los jetzt. Ich finde es schade, dass die kein Pfeifgeräusch machen. Aber ist ja egal. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu komisch, das zu animieren. Also nicht zu animieren, sondern so den Sound zu machen, weil also tausende oder hunderte von Schockpfeilen oder Signalpfeilen, die klingen halt schon relativ lustig. Beziehungsweise nicht lustig, sondern echt beängstigend. So, jetzt normal schießen und die schnell schießen. So, ich fahre mal kurz fort, weil das ist eine sehr gute Schießübung für meine Dudes und die Fraktion hat mich schon sehr gestört. Die haben ja zwei Generäle von mir gekillt
durch Agenten. Das geht mal gar nicht. Genau, 2900 hat er aufgestellt, ich 2,6, aber er hat gesagt, dass ich überhaupt keine Chance habe. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil mein General tot ist. Und habt ihr gerade gesehen, er hat 100, 144 von mir getötet. Ich habe 157 gekillt, also habe ich 13 durch Friendly Fire verloren. Aber das ist egal, ich werde jetzt alle versklaven. Das mache ich normalerweise nicht, aber der... Oh. Also ich bin nicht so ein Fan von dem, sagen wir mal so. So. Moment, Sarah ist jetzt weg, richtig? Nein, bin ich nicht. Jetzt achte auf den Fernseher. Mache ich, ich schaue trotzdem hin und wieder auf den Chat. Oh. Ja, Sarah ist extrem multitaskingfähig. Das ist echt abartig. Also nicht abartig, aber das sagt man halt so. Ui. Ah, den einen hat er nur verwundet. Also dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Unser natürlicher Tod bereitet Kommandant. Bitte was? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben 18.000, das heißt, die wird jetzt mal verbessert. Wunderbar. Ja, bitte niemanden am Leben lassen. Dankeschön. Sehr schön. So, also, Athen macht jetzt mal... Was machst du, Athen? Hä? Was machst du? Normalerweise ist Athen so voll riesig dann. Aber okay. Macht mir nichts aus, ist alles gut. Euch werde ich jetzt auch mal verbessern. Und ich gehe mal hier runter und sage denen mal Grüß Gott. Wobei, ja, jetzt ist es eigentlich keine Gefahr mehr. Hier muss ich halt schauen mit den Abtrünnigen, die entstanden sind, will ich nochmal betonen. Obwohl ich noch nur 11% Wahrscheinlichkeit hatte auf Bürgerkrieg. Das ist so ein Schmarrn. So, hier oben ist eigentlich relativ friedlich jetzt. Bis auf da. Warum ist jetzt eigentlich ja relativ friedlich? Wobei, ich muss eigentlich hier oben bleiben, weil die Lusitaner sind auch schon hier oben. Also das heißt ja, wenn ich Spanien und Portugal haben will, muss ich hier oben auch gleichzeitig angreifen. Kann ich jetzt ein Mod sein? Dann hat Sarah Pause. Ja, komm, sei kurz Mod, also in Spee. Also echter Mord kannst du natürlich noch nicht sein, ne? Wobei die Sarah hat ja auch den Chat im Blick. Und ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich habe ja gerade nicht Only Follower Chat, aber den hatte ich den hatte ich ja aktiviert, als diese Spammer, also diese KIs da reingekommen sind. Da habe ich den ja aktiviert. Also weiß ich jetzt nicht, ob Sache ich ermutige ihn doch nicht. Alles gut. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Nahrung. Und dann passt das. Gut. Öffentliche Ordnung ist hier immer noch miserabel. S, F. Genau.
war da keine Garnison drin. Komisch. Okay, ich habe kein Geld dafür. Naja, okay, dann werde ich das mal nächste Runde machen. Oh Mann! Ja, man kann nicht alles haben. So. Athen macht echt gar nichts hier. Das ist echt das erste Mal. Also entweder war Athen gleich von Anfang an tot oder die wurden ziemlich schnell riesig. Ja. Spartanische Abtrünnige da oben. Ah, das war die die Söldnerarmee von mir. Nahrungsmittelknappheit. Ah, das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut und ich habe. Ja, die kann ich noch nicht angreifen. Wie alt muss man dafür sein? ja. Mindestens 18. Ist ein guter Wert, ja. Nee, vor allen Dingen, es geht halt darum, dass ich brauche keine Mods mehr. Also, die Sarah macht alles perfekt, also. Sagen wir so, wenn ich 1000 Zuschauer habe, dann brauche ich mehr Mods. Aber dann ist auch zuerst Flo oder zuerst vor allen Dingen Renya wird zuerst Mod. Also ja. Wenn ich dann irgendwann, sag ich mal, wenn ich 1000 oder so Zuschauer habe und dann noch Mods brauche, dann darfst du. Aber ja, vorher wäre das sinnlos. Wenn ich gucke auf mein Twitch-Konto, da steht 21. Ja, Nu, du hast dich halt schon mal verplappert, ne? So. Gut, nächste Runde. Also ich muss halt jetzt echt schauen wegen Nahrung. Da ist Handel. Hier ist Nahrung. Aber das braucht halt nicht so lange. Hier ist. Baue ich dann auch Nahrung um. Öffentliche Ordnung ist gerade hier ganz gut im Motep. Hier baue ich auch Nahrung. Dauert halt jetzt einige Runden. Da sind ein bisschen blöd. Hier, du plünderst. Ach, deswegen. Du plünderst also, du Blöde. So, hallo, hier kommt dein schlimmster Nightmare. Wie hier erklärt, Lusitaner und Spartanische Abtrünniger. Oh, und Trevera und Spartaner. Das ist echt selten, dass die Leute gegen die Abtrünnigen gehen, also so heißt jetzt Spartanische oder also gegen die Fraktion, die aus dem Bürgerkrieg kommt. Das macht die eigentlich fast nie. Das ist ja nett. Ihr könnt nichts beweisen. Ja, aber dann ist immer noch die Hürde von den ja, das ist halt jetzt Problem. Da ist halt immer noch die Hürde von den Followern, ne? Ich habe nur eine Pikiniers-Einheit und der halt zwei. Das ist nicht so gut. Ja, er ist halt auch Spartaner, also da kann ich leider nichts machen. Die Musik gerade. Lüchtig. So.
Alter, schon wieder. Linose Piraterie, egal, egal, egal. Verschleiß, natürlich, ja, passt. Rebellion. Passt, alles gut. Nichts ist gut hier. Minus 19, das ist halt ein bisschen blöd. Warte, dann hole ich mir mal kurz die zurück. Minus 27. Junge. Ich habe gerade eine... Alter. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das machen wir schon. Und du gehst jetzt mal weg hier. Ja, da seht ihr mal, wenn man als Aggressor oder als Defensiveinheit in der Verstärkungsrate in der Befestigungs im Befestigungswall bleibt, dann macht ihr sehr viel mehr Damage. Halt auch, wenn ihr keine Chance habt, bleibt trotzdem drin. Also ich meine, der Gegner kommt zu, also kommt höchstwahrscheinlich hinterher. Selbst wenn ihr einmal flieht, dann kommt er so hinterher. Deswegen schön drin bleiben und mehr Schaden machen. Und dann halt mit der nächsten Armee dann Damage machen. Oder aufräumen. Gut. Okay, hier habe ich jetzt eine Dings. Kann ich so. Ist schon spät. So, hier kann ich auch automatisch machen. Und ich übernehme es mal. Ja, okay, hier war kein Futter drin. Das ist schade. Tempel habe ich hier. Dann mache ich das da hier. Dann mache ich hier minus 1 Nahrung. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber was schlimm ist, ist halt die minus 25 Nahrung. Das ist halt. Das ist schmerzhaft. Gut, der plündert jetzt auch hier rum, das nervt. Die Follower werden gebottet. Ja, wow. Nein. Das geht ja auch nicht. Okay, wenn du willst, dass ich von Twitch gebannt werde, dann go for it. Das werde ich aber nicht machen. So. Jetzt muss ich halt ja wirklich schauen, dass ich... dass ich meine Nahrung wieder hinbekomme. Minus 25. Boah, kennt ihr den Bug? Also der kommt sehr, sehr selten vor, aber einmal hatte ich den Bug, dass ich, das war bei meiner Rome-Kampagne, da musste ich ja nochmal neu starten, beziehungsweise vom Speicherpunkt neu machen. Da hatte ich von jetzt auf gleich hatte ich minus 60. Also minus 60 Nahrung, einfach so. Ja, und ich konnte dagegen auch nichts mehr machen. Also das war echt krass. Gut, das mache ich auch automatisch, weil das ist ja total egal, ob ich da viele verliere oder nicht. Ja,
Da ist ja keine Armee von mir. Lerne hacken. Ich krieg das hin. Nein. Nein, just no. Gefangen töten? Nee, ich. Ich lasse ihn mal frei. Weil dann bekomme ich mehr Kohle. Thank you.